Hey Leute, was geht? Zu einem neuen Video von uns. Heute ist der 31. Und es ist 21.40 Uhr, also das bedeutet, in 2 Stunden und 20 Minuten ist Neujahr. Aber wir müssen noch ein Video drehen, weil es muss morgen um 10 Uhr online kommen. Mhm. Also für unsere absolut geisteskranke Mühe, lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da. Und wir haben uns gedacht, weil ihr das so gerne mögt und wahrscheinlich heute, also am Sonntag, einfach nur im Bett liegt und verkatert seid, könnt ihr einfach ein bisschen zuhören. Wir beantworten nämlich jetzt ein paar Fragen. Erste Frage, trägst du deinen Verlobungsring jetzt gar nicht mehr? Nein, weil ich finde das irgendwie blöd, wenn hier so mäßig parallel sind, die Ringe. Und übereinander sehen die nicht so gut aus, ne? Genau, also man müsste den ein bisschen kleiner machen, dann gucke ich nochmal, wie das aussieht. Aber jetzt erstmal habe ich den Ring und das reicht mir auch erstmal. Oder ich hole dir nochmal in Gold. Was für unnötig, ne? Das ist ja nicht dann der. Ja, nee, das ist unnötig. Ja. Aber ich bewahre ihn auf jeden Fall auf. Kannst du dein Mara-Tattoo zeigen? Ja. Wo hast du das stechen lassen? Keine Ahnung. Haben wir leider vergessen. Ja, aber das ist richtig schön. Das kann man auch überall stechen lassen. Aber das ist einfach richtig gut. Sucht einfach. Das war ein Gasttätowierer, deswegen, das war. Stimmt. Der kommt eh nicht aus Hamburg. Ja, der war Stuttgart oder so. Also, ja. Aber sucht euch aber wirklich einen guten Feinlein-Tätowierer. Fragt da nochmal ein paar Freunde, die sich zu Not vielleicht ein bisschen auskennen. Weil, wenn man sich wirklich nicht mit Tattoos auseinandersetzt oder so eine künstlerische. Oder, also einfach ein Auge für Ästhetik hat. Nicht, dass man da irgendwas Hässliches auf einmal auf dem Körper hat, ne? So wie ich. Vor allem, das ist die Hand. Das sieht man halt jeden Tag, ne? Deswegen. Ist echt richtig geil geworden. Vor allem, dass er auch, also zuerst wollte sie es eigentlich in die Mitte. Also sie wollte eigentlich in der Mitte und er meinte, es ist ästhetischer so an der Seite. Ja. Und es ist, sieht wirklich viel besser aus so. Ich bereue es auf jeden Fall gar nicht, weil den Namen von meiner Tochter kann man ja nicht bereuen. Spricht Aurel auch Polnisch? Nein, Aurel spricht kein Polnisch. Ich verstehe ein bisschen was, einzelne Wörter, aber jetzt so richtig kann ich das nicht. Nee. Warum habt ihr in Stade geheiratet? Weil wir hatten ja, unsere Papiere waren ja schon im Sommer durch. Dann hat man ja nur noch ein halbes Jahr Zeit, um zu heiraten, weil sonst muss man wieder alles beantragen. Und das, ich habe einfach überall angerufen in Hamburg, es war wirklich gar nichts frei. Und dann habe ich einfach außerhalb Hamburgs angerufen. Und man kann deutschlandweit heiraten, oder? Ja. Sobald man es eingereicht hat, man kann, egal wo, man könnte auch nach Timbuktu reisen. Also nee, in Deutschland halt, ne? Aber ja, und dann habe ich da angerufen und da sah es wirklich schön aus. Und dann hatten die den 21. Und dann habe ich gedacht einfach, komm, ich nehme einfach den nächsten Termin, der frei ist. Und das war der 21. Und das Datum ist ja auch super schön, ne? Ja. Und vor allem, wir feiern es richtig, dass wir in der Weihnachtszeit dann immer unseren Hochzeitstag haben werden. Ja. Weil dann können wir richtig schön auf Schmalzkuchen und Glühweinchen, ne? Ja. Mit der Frau. Aber was halt auch wirklich noch dazu beigetragen hat, dass wir das da cool fanden, ist, weil das wirklich so schön aussah, ne? Das war so ein altes Rathaus. Das ist nicht so ein Amt gewesen, so. Ja, so hässlich, ne? Ja, das war richtig schön, ja. Da. Und wie wir es im letzten Video schon gesagt haben, ist, dass diese Standesbeamtin, hatten wir richtig Glück, ne? Mhm. Die war echt eine super Frau. Ich sag das immer so lange, wenn ihr Fragen sucht. Ja. Wie krass betrunken wart ihr bei eurer Hochzeit? Das ist doch eine super Frage. Nein. Doch, das ist eine gute Frage. Okay. Gar nicht. Welchen Nachnamen haben wir jetzt? Also da muss man natürlich ganz klassisch sagen, ich habe jetzt wirklich meinen Beitrag zur Integration hier geleistet. Und habe dann hier jetzt auch mal auch den polnischen Nachnamen weggeklaut und weggradiert. Und wir haben natürlich, das heißt natürlich, also viele machen es anders, aber wir haben auf jeden Fall meinen Nachnamen angenommen. Meiner ist polnisch und schwierig. Ja, und das ist so ein, ja, also es und kommt auch für die Kinder und so weiter. Es ist einfach besser, wenn man, also hört sich vielleicht dumm an, aber ich meine, es gibt so viele Studien und so weiter, auch mit Wohnungsbewerbung, Jobbewerbung. Ich meine, wir haben selber unseren Nachbarn. Ja. Also die haben selber gesagt, so. Das ja, mit so einem Nachnamen ist das halt nicht so einfach. Irgendwie, da aber wir haben von Anfang an gesagt, deiner ist schöner und wir nehmen deinen. Das war schon von Anfang an. Ja, das war klar. Weil also Mara, also heißen ja alle so. Ja, alle heißen jetzt so, ja. Also alle heißen so. Alle so, genau. Hat Levin Trisomie 21? Weil das wurde so oft gefragt. Echt? Aber das hat? Nein, Leute. Also Trisomie 21 ist Down-Syndrom. Und wir hatten die Nackenfaltenmessung in der 14. Woche. Jetzt muss ich kurz... Kann jemand auch? Auf jeden Fall. Nein, die müssen kurz warten. Die müssen echt kurz warten. Sonst zieh die Klingel raus, die ist da in der Steckdose. Auf jeden Fall haben wir die in der 14. Woche ungefähr gemacht, weil uns das empfohlen worden ist, weil bei Zwillingen ist einfach das Risiko ein bisschen höher und deswegen haben wir das gemacht. Der Bluttest war schon auffällig, aber dann haben wir nochmal... Ja, man weiß auch nicht immer, was es ist. Kannst du das einfach mal rausziehen kurz? Und dann haben wir nochmal einen Harmonietest gemacht und da war der Wert niedriger.
Und dann bei dem FFTS wurde ich ja sowieso operiert, da wurde sowieso 2 Liter Fruchtwasser entnommen und da konnte man zu 100%. Nein, 99%. Nein. 100% erst bei der Geburt. Nein, das war schon, dieses zweite mit dem Bluttest, dieses zweite Bluttest, das war 99,7%. Stimmt, ja. Und Fruchtwasser ist safe. Ja. Fruchtwasser ist safe. Und da haben wir die sozusagen den Test auch mitgemacht, weil man musste sowieso Fruchtwasser abnehmen, deswegen hat das einfach dann gepasst. Da muss man einfach nur sagen, so, ja, wir wollen das untersuchen lassen. Ja. Und dann wurde ein bisschen von dem Abgegossenen quasi rausgezogen mit der Spritze und dann halt eingeschickt. Und die haben mich dann angerufen nach 4 Tagen und dann war alles in Ordnung. Man sieht es aber eher am Ultraschall, wegen der Nacke, weil die ist ja ein bisschen dann größer, glaube ich. Und bei uns war das wirklich nur ein Blutbild. Und das war schon genau wie bei Mara. Und die Vermutung ist, durch meine Plazenta. Das also war bei dem ersten Mal war die Plazenta nicht richtig durchblutet und jetzt beim zweiten Mal haben 2 von einer Plazenta weggesnackt und da wissen wir. Genau, da, das war nur die Vermutung, zu 100% wissen wir nicht, aber auf jeden Fall sind beide Kinder gesund und hatten es beide. Also, die sind beide gesund. Wer hat als erstes Ich liebe dich gesagt? Du, im Auto. 10.2. Ja, genau, das haben wir sozusagen als unseren Tag genommen. Hast du uns zuerst gesagt? Du. Echt jetzt? Ich hab immer gesagt. Darf ich auch mal kurz ins Video kommen? Das ist ihre Schwester. Sie wollte auch eine Frage beantworten. Ich wollte auch eine Frage beantworten. Wie reagierst du, wenn dein Mann einfach etwas entscheidet, ohne mit dir zu reden? Das machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Nee, so bei großen Dingen sprechen wir uns immer ab und sonst, wenn du mal was machst oder ich, dann ist das so, wir können das schon selber irgendwie einteilen. Wir wissen schon was. Ja. Außer ich kaufe das falsche Brot, das ist dann echt kritisch, aber sonst. Ja. Sonst geht's eigentlich. Wie sieht's aus, wenn wir ein Haus kaufen oder ein Haus mieten? Also das noch einmal beantworten, weil das wird auch ganz oft gefragt. Soll ich das machen? Ja. Also, wer hat nicht den Traum, irgendwann mal ein eigenes Haus zu haben, aber bei den momentanen Preisen ist das ja so, wenn du nicht irgendwie 10.000 gefühlt im Monat abbezahlst, dann kriegst du ein Doppelhaus so nicht nach unter 30 Jahren gefühlt abgezahlt, weil du hier kosten die Doppelhäuser was? 600.000? Für ein Doppelhaus? 550.000? Ohne ein Reihenhaus. Ohne Keller. Nicht Doppelhaus, Reihenhaus. Ja, ohne Keller. Ja. Und da hast du eine Verbindlichkeit für dein ganzes Leben, für so einen Kack. Deswegen. Und wir wissen noch nicht, wo wir uns binden wollen. Deswegen wollen wir nicht überstürzen. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen geguckt wegen Haus kaufen, aber wir wissen noch nicht schon 100%, wo wir sein wollen. Deswegen wollen wir erstmal eins mieten. Also der Plan ist auf jeden Fall, wir wollen jetzt im nächsten Jahr 2023 ausziehen, was Größeres mieten und dann schauen wir mal, ob das so der richtige Ort für uns ist und dann wollen wir dann in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall was kaufen. Vor allem, wir wollen jetzt irgendwas mieten, was auch schon richtig gut ist, damit wir da halt so nur 10 Jahre oder was weiß ich, so lange, bis wir irgendwas kaufen, schon in diesem einen Ort bleiben. Genau. Aber kaufen ist halt eben nochmal eine krassere Entscheidung und da wollen wir halt auch jetzt nicht so auf Krampf irgendwas kaufen, weil wir brauchen jetzt demnächst was Größeres. Ich habe letztens ein schönes Haus gefunden, aber... Ja, weil wir brauchen jetzt wirklich demnächst was Größeres, weil es ist hier einfach zu klein für uns. Und wir wünschen uns halt einen Keller und so ein paar andere Sachen. Und da können wir auch nicht auf irgendwelche Sachen verzichten. Da müssen wir halt einfach ein paar Jahre warten und irgendwann wird schon das richtige Angebot kommen. Ja. Und irgendwann werden vielleicht auch die Preise fallen und die Zinsen oder was weiß ich. Aber jetzt gerade ist es einfach Quatsch. Genau, das ist jetzt erstmal so der Plan fürs nächste Jahr. Wie feiert ihr Silvester? Wir haben Besuch von Freunden und wir haben gerade Raclette gemacht. Die anderen waren gerade vor der Tür, weil wir ein Video drehen müssen. Ja. Deswegen müssen wir jetzt schnell aufmachen, sonst fahren die wieder nach Hause. Das wollen wir nicht. Das ist die Fahrt vorbei. Nicht, dass die jetzt mit der Bahn wieder nach Hause fahren müssen. Oh, okay. Oh, sorry. Okay, in diesem Sinne. Ein guter Rutsch. Wir haben gesagt, gut reingerutscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Lassen wir nach oben da. Tschüss. Oh, ich hab den. Wow. Machst du das noch rein? Na klar. Das ist cool, ne? So. Weil alle uns gehatet haben, weil wir. Yes. So krank rumgedanzt haben, wie McDonald's. Weil wir so krank. Das findet er. Komm mal her. Findet mein Freund nicht so gut. Aber wir sind so Familie alle. Ja, wir sind jetzt halt richtig so verwandt, ne? Ja. Wie findest du das so? Cool. Ja. Alles entspannt. Alles gut, Digga, ist gar kein Problem. Nichts Lustiges. Nichts Lustiges. Boah, ist das hier ein Zug, Alter.